Das Zentrum für Forschung und weiterführende Studien, CINVESTAF, wurde 1961 als staatliche Institution gegründet mit dem Ziel, Vorreiter in der Grundlagen- und angewandten Forschung zu werden und Spitzenfachkräfte in Wissenschaft und Technik auszubilden. Das CINVESTAF pflegt internationale Zusammenarbeit mittels internationaler Netzwerke, bestehend aus Studierenden, Lehrkräften und Forschern, über die akademischer, kultureller und wissenschaftlicher Austausch ermöglicht wird. Deutschland spielt für die internationale Vernetzung des CINVESTAF eine wichtige Rolle. Schon seit Jahren gehören deutsche Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen zum Personal des CINVESTAF. Einige von ihnen sind nach Mexiko ausgewandert, während andere einen mehr persönlichen Hintergrund haben. Mein Großvater war Deutscher und ist nach Mexiko ausgewandert. Und ich bin wie der VW-Käfer, deutsche Technologie in Mexiko gemacht. Ich bin in Mexiko geboren, aber ich habe in Deutschland studiert. Das CINVESTAF forscht hauptsächlich in vier Bereichen: Naturwissenschaften, Biologie und Gesundheitswissenschaften, Technik und Ingenieurwesen sowie Sozial- und Geisteswissenschaften. Das Forschungszentrum hat 10 Standorte in ganz Mexiko. Einer von ihnen befindet sich in Irapuato im Bundesstaat Guanajuato. Ja, ich bin von meiner Ausbildung hier Naturstoffchemiker und ich arbeite am CINVESTAF in Irapuato. Das ist etwa 4 Stunden nördlich von Mexiko-Stadt. Und das Institut ist fokussiert auf Pflanzenbiotechnologie. Viele moderne Kulturpflanzen kommen aus Mexiko, wie zum Beispiel Mais und auch wichtige Pflanzen für unseren täglichen Konsum, wie zum Beispiel Kaffee. Und momentan machen wir viele Projekte, die zum Beispiel die Diversität von Kaffeesorten untersuchen. Und hier haben wir ein großes Potenzial durch die Diversität, die auch in medizinischen Naturpflanzen existiert in Mexiko und die nach wie vor wenig untersucht ist. Ich war vor vielen Jahren in Deutschland, habe ich eine mexikanische Studentin kennengelernt auf einem Kongress, die mir von ihrem Heimatinstitut erzählt hat und mich einmal eingeladen hat für einen Vortrag. Und so habe ich das CINVESTAF kennengelernt in Irapuato. Und ich meine, das CINVESTAF Irapuato ist in Pflanzenwissenschaften wahrscheinlich das beste Institut in Lateinamerika, sodass das also eine sehr gute Umgebung ist, um zu arbeiten. Das CINVESTAF hat 31 Master- und 33 Doktorandenstudiengänge, in denen ca. 3000 in- und ausländische Studenten eingeschrieben sind. Die 650 Professoren des Zentrums verleihen jährlich ca. 500 Master- und 300 Doktortitel. Ich denke, deutsche Studenten würden sich wundern, wie gute Bedingungen hier für die Forschung gibt. Wir haben hier sehr gutes Klima, wir haben sehr große Biodiversität, die wir untersuchen können, Mais, Tomate und in CINVESTAF, das ist das beste Institut für Forschung in Mexiko und ist das, wie ist das Max Planck in Mexiko. Und ich denke, hier würden sich wundern, dass es sehr gute Forschung gemacht werden kann. Also ich glaube, wenn Studenten nach Mexiko kommen würden, sie wären sehr überrascht, wie sicher es erstmal ist auf der einen Seite und welche gute Möglichkeiten man hat, hier wirklich Forschung zu betreiben. Also ich denke, es wäre eine gute Entscheidung, nach Mexiko zu kommen. Das CINVESTAF hat über 200 Kooperationsabkommen mit 155 renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen in 30 Ländern unterzeichnet. Zu den Partnerinstitutionen des CINVESTAF gehören mehrere deutsche Forschungseinrichtungen, zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, die Technische Universität Aachen und das Deutsche Elektronensynchrotron. Darüber hinaus werden zahlreiche Projekte von mexikanischen und deutschen Agenturen kofinanziert. In unserer Forschungsgruppe haben wir beständig internationale Gäste, natürlich auch aus Deutschland. Für die längste Zeit hatten wir einen Postdoc, der 2 Jahre bei uns war. Aber wir haben auch kurze Aufenthalte von Studenten oder Gastwissenschaftlern. Und das in relativ regelmäßigen Abständen. Also man kann eigentlich sagen, dass wir jedes Jahr einen Gast aus Deutschland in unseren Arbeitsgruppen begrüßen dürfen.
Ich denke, die würden sich sehr gut fühlen. Ich habe diese bilaterale Kooperation mit Deutschland, aber auch mit den USA, mit Frankreich. Und ich sende und empfange relativ häufig Studenten für einige Tage, Wochen oder sogar Monate. Und bisher habe ich nur gutes Feedback erhalten. Ein Grund ist die Umgebung hier an der Simistaff. Und ein anderer Grund ist sicherlich auch, dass man in Mexiko sehr viel machen kann außerhalb der Forschung. Die persönlichen und wissenschaftlichen Kontakte zwischen mexikanischen und ausländischen Forschern stärken die Verbindung der Simistaff mit anderen Wissenschaftsinstitutionen. Ja, Familie habe ich natürlich in Deutschland, aber akademische Kontakte vor allem mit Hans-Jürgen Schriever von der, er war früher Frankfurt, dann FU Berlin, jetzt ist er emeritiert. Und die Historiker, die haben auch Beziehungen da zu Caruso, Professor Caruso in Berlin. Deutsche Wissenschaftler am Simistaff haben erfolgreich Projekte in verschiedenen Bereichen etabliert. Wir sind kurz davor, die ersten Methoden für eine organisch angebaute Bohne zu patentieren, die darauf basieren, dass die Pflanzen Duftstoffe abgeben, die ihre Nachbarpflanzen resistent machen. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamine und Fettsäuren enthält, dazu beitragen kann, dass Mechanismen der Colitis abgeschwächt werden. Das haben wir in einem Tiermodell nachgewiesen und versuchen das hoffentlich jetzt in klinische Studien überzuführen. Nun, in einem Mehrzieloptimierungsproblem geht es darum, mehrere Ziele gleichzeitig zu optimieren. Als Beispiel nehmen wir das Design eines Autos. Und hier sind zwei Ziele neben vielen anderen, Kosten und Geschwindigkeit. Typischerweise möchte man nicht nur das schnellste Auto haben und nicht nur das günstigste Auto haben, sondern man möchte idealerweise beides haben und noch vieles mehr haben. Und formal kann man dies zusammenfassen in einem sogenannten Zweizieloptimierungsproblem, in dem man halt Kosten und Geschwindigkeit zusammen optimiert. Und ein Charakteristikum von diesen Mehrzieloptimierungsproblemen ist, dass die Lösungsmenge von solchen Problemen nicht die sogenannte Pareto-Menge, typischerweise nicht eine Lösung ist, sondern aus einer ganzen Menge von Lösungen besteht. Und was wir in unserer Arbeitsgruppe tun seit vielen Jahren, ist, neue Verfahren zu entwickeln, die eben effizient diese Pareto-optimalen Lösungen bestimmen. Zurzeit auch haben wir entwickelt neue Maissorten, die heißen Vitamais, die mehr Vitamine und Antioxidanten haben, Carotene und Anthocyanine. Und diese geben uns bessere Nahrung und es ist eine doppelte Gewinn-Gewinn-Situation, wo der Landwirt bessere Erträge bekommt und die Consumers bessere Tortillas kriegen. Mein Forschungsthema ist Jugend und Schule. Sowohl betrachte ich die Schule als einen Raum, in dem Jugendliche sind und betrachte, dass die Jugendlichen die meiste Zeit in der Schule verbringen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich eine Forschungslinie aufgebaut habe, mit der meine Studenten, der Magister und der Doktor, ihre Doktorarbeiten gestalten und wir gemeinsam Buch und andere Veröffentlichungen rausgeben, die Einfluss haben, vor allem wenn in der Lehrerausbildung. In der theoretischen Chemie berechnen wir mit quantenmechanischen Methoden die Eigenschaften von Molekülen. Ein Beispiel ist die biologische Aktivität von Insulin im menschlichen Körper, die vorhergesagt werden kann, ohne dass irgendein Experiment wirklich durchgeführt werden muss. Einzig und allein aufgrund von Computersimulationen. In meinem Labor entwickeln wir auch neue technologische Plattformen und wir haben zum Beispiel ein Gerät entwickelt, mit dem man Biomoleküle ionisieren kann unter Normalbedingungen, das heißt unter Umgebungstemperatur und unter Umgebungsdruck. Und mit diesem Gerät können wir jetzt, ohne die Organismen so stark zu stressen, direkt Veränderungen messen. Dieses Gerät haben wir auch zum Patent angemeldet, das uns dann auch bereits genehmigt wurde und auch international momentan unter Prüfung ist und in den USA kurz vor der Zulassung steht. Die fruchtbare Zusammenarbeit mit Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren in über 1300 gemeinsamen Publikationen wiedergespiegelt. Aus ihnen haben Wissenschaftler weltweit über 40.000 Mal zitiert. Aufgrund der hohen Qualität seiner Forschungen und postgraduierten Studien gilt das Simistaff als Einrichtung von Weltklasse. Es hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
Ja, für mich ist es einfach eine sehr gute Arbeitsumgebung, weil ich eben sehr gute Studenten habe, weil ich sehr viel Freiheit habe, weil ich sehr viel Zeit für meine Forschung habe und weil ich eben sehr schnell zu meiner Feldstation komme, wo ich meine Feldversuche mache. Nun, wie gesagt, ich bin eher zufällig zu CMS-DAF gekommen, aber danach habe ich auch keine Notwendigkeit gesehen, den Arbeitsplatz zu verlassen oder mich nach einem anderen Job umzusehen. Denn zumindest für mich, die Arbeitsbedingungen hier an der CMS-DAF sind ideal und die CMS-DAF ist auf jeden Fall international konkurrenzfähig. Seit über 50 Jahren sieht CMS-DAF seine Aufgabe darin, die führende Institution Mexikos bei der Aus- und Weiterbildung von hochqualifizierten Fachkräften zu sein und fachübergreifend wissenschaftlich-technische Fragestellungen von nationalem Interesse zu untersuchen. Förderung von Spitzenleistungen und wissenschaftlicher Freiheit sind der Schlüssel zum Erfolg der Einrichtung. CMS-DAF hat den großen Vorteil, dass wir eine große akademische Freiheit haben. Das heißt, dass wir unsere Themen selbst auswählen können, über die wir forschen wollen. Und dass wir auch große Freiheiten haben, zum Beispiel mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit anderen Kollaboratoren. Und das heißt, dass wir viele Sachen machen können, wenn wir uns einfach nur dafür entscheiden. Für mich persönlich war CMS-DAF ein großer Glücksfall. Und der Grund ist wirklich, dass ich hier eine sehr große akademische Freiheit genossen habe über die letzten 15 Jahre und ich wirklich die Forschung machen konnte, die ich machen wollte. Ich war auch nicht so stark eingebunden in organisatorische und akademische Beschäftigung und dadurch konnte ich mich sehr auf meine Forschung konzentrieren. Das hat dazu geführt, dass das sehr erfolgreich abgelaufen ist und wir jetzt eine sehr etablierte theoretische Chemie hier in CMS-DAF haben. Natürlich auch aufgrund der zwei Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Also bis jetzt, ich bin 4 Jahre hier, bin ich wirklich sehr glücklich. Also ich war sehr überrascht wie über die Infrastrukturmöglichkeiten hier in Mexiko. Also wir finden hier alles, was wir brauchen, um unsere Forschung zu machen. Das Privatleben ist super. Also Mexiko ist viel sicherer, als es in Deutschland in den Nachrichten dargestellt wird. Also bis jetzt habe ich meine Entscheidung nicht bereut.